Ja, hallo, meine Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge von Emergency 3 Mission Live. Ich habe eben auch nochmal geguckt, ob man mich auch versteht, und man müsste mich super hören. Jetzt sind ein paar Tage wieder ins Land gestrichen. Ich glaube, ein, zwei Tage kam jetzt auch keine Folge, weil ich hier gerade am Renovieren bin zu Hause. Deswegen komme ich nicht immer dazu, aber heute möchte ich mal wieder eine neue Aufnahme machen. Jedenfalls, ja, wir hatten ja hier, kann ich mich noch schwach dran entsinnen, die Maschenkamera war auf der Autobahn. Ich werde diese Mission gleich nochmal komplett von vorne starten, weil ich da grundsätzlich etwas falsch gemacht habe. Also, glaube ich zumindest. Ja. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen, weil, wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, wo ich die Aufnahmen gemacht habe. Aber ich hoffe auch mal, dass wir wenigstens diese Mission noch in dieser Folge schaffen. Also, das ist mein Ziel in dieser Folge. Und er braucht wieder Ewigkeiten zum Laden des Spiels. Ja, gut, wir haben noch ein paar Missionen vor uns bei diesem Spiel. Ich glaube, 13 Missionen oder so hat das Spiel. Wir sind jetzt bei, jetzt müsst ihr lügen, Mission 4, 5, irgendwie sowas. Also ein bisschen haben wir noch. Ich muss gucken, ob ich jetzt hiernach gleich, Emergency 4 anfangen. Das weiß ich noch nicht, sofern es klappt mit den Aufnehmen. Das ist ja immer so eine Sache. So, jedenfalls, das öffnen. Dann das einmal öffnen. So, warte, jetzt machen wir mal kurz. Das nicht. Benutzen Sie die Schaltanlage der Warnweise, um die Autoverkehr zu verlangsamen. Ja, das stimmt. Siehst du, das war... Ach, gern schon. So. Wo ist das? Wo war denn die Schaltanlage? Die war doch hier irgendwo, oder? Da war sie. So, dann müssen wir einmal hier technische... Da, Einsatzwagen, Ingenieur. War das, ne? Zum Manipulieren, genau. Also zum... Dann brauchen wir gleich von vornherein hier erstmal... Hubschrauber. So. Genau. Perfekt. So, komm mal her. Du fährst jetzt hier hin. Nee, das war ja zu weit. Nee, das war doch nicht zu weit. Nur dann hier hin, genau. So, dass wir das jetzt hier einmal langsam stellen. Der Hubschrauber, der fliegt mal gleich auf die andere Seite, um da die Leute... Hallo? Hä? Kann ich den nicht markieren? So, habe ich den markiert? Okay. Schau mal hier hin. Hä? Wo ist denn hier die Autobahn? Da ist die Autobahn. So, hier waren noch irgendwelche Leute, die gegafft haben, genau. Landen. Du? Also das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was wir hier machen müssen. Alle Einsatzkräfte aussteigen. Sind ja auch so viele. Hallo? So, dann brauchen wir Feuerwehr. Rüstwagen. So, mit Feuerwehrmänner. Feuerwehrtaucher brauchen wir nicht. Feuerwehrmann. So. Ja, und Rettungsdienste, würde ich sagen. So, Notarzt, Sanitäter. Ja, ich glaube, 3 Stück reichen, ne? Erstmal. Können wir ja immer noch nachholen. So, wo läuft er da jetzt hin? Sehen wir mal zu, da. Achso, da ist die Schaltanlage. Upsala. Fahrzeug eingetroffen. So, stop. Stop ist gut. So, dann nehme ich euch mal kurz. Zacki. Ihr fahrt hier vorne hin. Bin unterwegs. Genau. Hier werde ich einmal ganz kurz speichern. Genau. Bei 2 Minuten 10. Spiel fortsetzen. So, ja, ihr habt da denn jetzt. Das ist gut. Dann kannst du jetzt hier wieder einsteigen eigentlich. Reparieren? Nee, wir wollen das nicht reparieren. So. Fahr da mal hin. Genau. Du fahr mal hier hin. Ah, wir müssen ja auch Abschleppwagen holen. Abschleppwagen. 3 Abschleppwagen erstmal. So. Dann. Steig du mal aus hier. Alle Einsatzkräfte aussteigen. Ah ne, Moment mal. Ich muss sie doch auch umleiten noch, ne? Ah, das habe ich vergessen. Umleiten. Was muss ich da jetzt nochmal? Den normalen Streifenwagen, ne? Der reicht doch, oder? 2 Polizisten. Genau, weil die müssen ja auch umgeleitet werden. Es reicht ja nicht, wenn sie einfach nur stehen bleiben.
Gucken wir mal hier. Benutzen die Schalter, weil wir Hinweise um den Autoverkehr zu verlangsamen. Wieso? Jetzt habe ich auf Stop gemacht, ne? War das richtig? Ja, jetzt geht da nochmal hin. Jetzt bin ich mir da gerade nicht sicher. Müsste da nicht was angestehen? Na gut, ist egal. So, Lack. Ihr steigt auch mal aus. Alle Einsatzkräfte aussteigen. Du sprichst mal mit diesen Menschen hier. Festnehmen? Nee. Personen befragen. So. Ja, ja, ich wollte nur weiterfahren. Hm. So, das sieht auch schon mal schick aus. So, was ist jetzt hier? Hallo? Ja, warte. Du fahr mal beiseite hier. Ja, jetzt. Hallo? Scheiße! Oha! Okay. Spielstand laden. Ja, da hatte ich schon mal grundsätzlich was falsch gemacht. Dieses wird doof von mir. Also. Wollen wir mal gucken jetzt. Wo wird er jetzt gespeichert? Diese Mission, die raubt mir echt noch den letzten Nerv hier. So, warte mal. Das hatte ich jetzt auf Stopp gemacht, richtig? Genau. Das heißt, du kannst jetzt wieder weg. Einsteigen. Dann kommt da jetzt noch ein Polizeiwagen. Den hatte ich ja noch nicht angefordert. So. Zacki. So. Du fahr mal hier hin. Du fahr mal hier hin. Dass wir den da erstmal verarzen können. Du verarztest ihn. Du kannst mal da hinten hinfahren. Genau, und du bleib mal noch hier. So, meine Karte. Achso, da ist mein nächster Polizeiwagen. Schön, weil dann muss ich sie ja, wie gesagt, jetzt umleiten. Du fahr mal ein bisschen beiseite. Ach nee, du bist ja jetzt wieder drin. Du kannst ja jetzt eigentlich zurück zur Basis. So. Alle Einsatzkräfte aussteigen. Genau, und du sollst jetzt... Guck mal, geh mal hier hin. Wie funktioniert denn das jetzt hier genau? Irgendwie ging das auch mit dem Umleiten. Da. Zivilperson anhalten, Fahrzeug anhalten, Fahrzeuge umleiten. Genau, jetzt fahren sie nicht langsam und fahren da dran vorbei. Das ist gut. Du... Ach Mensch, so, geh doch mal rein. Du kannst ja nämlich die Person da hinten mal alle wegjagen. Wie sieht's mit dir aus? Oh, der sieht auch schon platt aus. Du? Bist du tot? Wieso kann ich den nicht... Nicht, dass du jetzt tot bist hier, das geht ja gar nicht. Aussteigen. Hallo? So. Nee, er ist noch nicht tot, das ist gut. So, jetzt muss ich hier hinten nochmal gucken. Oh, diese Kamera, ey. Auf der Fahrbahn gibt es mehr Bremsspuren als Unfallfahrzeuge. Gibt es ein Fahrzeug, das wir übersehen haben? Keine Ahnung. Festnehmen, Person befragen. Du wirst auch mal hier befragt. Oh, da hätte es noch fast einen Unfall gegeben. Habt ihr das gesehen? Ja, so, oh, du siehst doch jetzt auch wieder hübsch aus. So, dann gehst du jetzt wieder da rein. Hallo, hör auf. Wieso kannst du... Achso, da muss er rein. Genau. So, dann wärst du weg. Jetzt müsste ich noch, hier, Abschleppfahrzeuge. Abschleppfahrzeug. Und Abschleppfahrzeug. Die Bremsspur, ja, da. Da ist nämlich irgendwas drinnen noch. Irgendein Fahrzeug ist da noch drinnen. Mal gucken, ist das hier irgendwo weitergeschwommen oder sowas?
Nö. Okay. Ja gut, dann müssen wir da mal gucken. So, du kannst jetzt auch rein. Du nimmst ihn. Zack. Geh da mal rein. So, dann könnt ihr da jetzt abschleppen schon mal, dass er schon mal ein bisschen weg ist. Bin unterwegs. Hä? Aussteigen. Oh, hier ist so viel zu tun. Schon unterwegs. Befragen. Was steht da oben jetzt? Ich glaube, dass da befinden sich noch Personen im Bus. Ja, ist mir klar. Dich auch bitte befragen. So, du kannst schon mal abgeschleppt werden. Du kannst auch abgeschleppt werden. Und das dritte Fahrzeug war auch irgendwo da. So, du kannst dann hier wieder rein. Eigentlich gar nicht so einfach hier, aber ich glaube, das läuft gerade gut. Alle Einsatzkräfte, nee, zurück zur Basis. Genau. Du kannst auch zurück zur Basis. Du auch. Oh, was habe ich denn da gemacht? Nein. Doch nicht abladen. Quatsch. Was mache ich denn da? So, aufladen. So. Hallo. Zurück zur Basis. Ihr steigt mal bitte aus. Mal hier ran, Rettungsschere. Wieso kann ich sie jetzt nicht nach Hause schicken? Aufsteigen. Achso, du hast deine Schere, dann schneid das da mal auf. Du willst ja auch eine Schere. So, verarzt ihn mal. Du kommst dahin, dich schneiden wir auch auf und dich auch. Was ist das hier für einer? Befrag ihn mal. Oh, der sieht richtig übelst aus. So, wir brauchen neue, so. Hol ich mal nochmal zwei, drei Stück. So. Da werden sicherlich noch einige kommen. Hat der Busfahrer geschlafen oder was? Ja, da fragt man sich, ne? Mimi. So. Dann fahrt ihr mal bitte hier hin. So, fahrt mal hier hin. Oder hier hin von mir aus. So. Wie sieht's mit dir aus? Ja, ich glaube, oder? Nee, fahrt sie mal noch ein bisschen. Oder kommen wir mal hoch. Was? Achtung, Gaffer auf der anderen Seite. Schon wieder? Sag mal, das geht ja mal gar nicht. Wo ist denn mein anderer Polizist? Da. Ich fahr schon weiter, ja. Wehe, wenn nicht. So. Du sollst da rein. Hier kannst du auch nochmal aufschneiden, bitte. Du kannst da auch nochmal bitte aufschneiden. Dann fahr du mal bitte hier hin. Ah, komm schon, genau. Einmal schön über den Kopf fahren. Also Einsatzkräfte habe ich mich gerade verjagt. Ey, sowas könnt ihr doch nicht machen. So, aussteigen. Du verarztest mal ihn. Hallo, verarzte sie doch mal hier. Doch, ich glaube, bis jetzt läuft es gut. So, ich speichere nochmal. Spiel schon speichern. Wir fortsetzen. Du warst jetzt voll. Genau, du kannst nach Hause wieder. Dann hole ich mal neue Abschleppwagen. Eins. Zwei. Und drei. Na, da können wir noch einen. Das sind ja vier Wagen. So. Ja, dich können wir schon mal einsammeln. Du steigst schon mal wieder ein. Du steigst auch wieder ein. Dann kannst du wieder zurück zur Basis. Sieht's mit ihr aus? Ach, hallo. Oh, das war aber auch knapp.
So, aussteigen. Lauf mal ganz schnell da hinten hin. Die sieht auch nicht mehr so ganz frisch aus. Dann brauche ich noch einen Notarztwagen. Zack, zack. So. Das ist mal Abschleppwagen. Bin unterwegs. Fahrzeug eingetroffen. Steig mal wieder ein. So, hier schon mal ein bisschen aufräumen, das ist ja grausam. So, wie sieht es jetzt mit ihr aus? Sieht sie schon wieder ein bisschen frischer aus? Naja, noch nicht ganz. Und du? Oh, du siehst gut aus. Kann man dich schon mal einsammeln? Da haben wir noch einen Notarzt. Fahren wir gleich dahin. Oh, Mensch. So. Du kannst dann doch schon wieder rein. Ja, du kannst da eigentlich auch wieder rein. Dann brauchen wir noch mehr Notärzte. Zack, zack. Zack, zack. So. Genau, perfekt. Dann haben wir dich jetzt alles drin. Kannst du auch wieder nach Hause. Du kannst sie jetzt einsammeln. Du kannst hier rein. Hier haben wir unsere neuen... ihn mal einsammeln. Ihn. Du gehst da rein. Schon unterwegs. Bin unterwegs. So. Zurück zur Basis. Doch, ich glaube, das läuft gerade gut. So, einmal kurz auf der anderen Seite gucken da. Ist da nicht schon wieder Gaffer sind? Nein, sind nicht. Sehr gut. Du kannst dich dann mal um den Wagen hier hinten bemühen. Wieso kann ich die nicht abschleppen? Schon unterwegs. Warum auch immer. Schon unterwegs. Du kannst nach Hause. Bin unterwegs. Wieso kann ich die Wagen nicht abschleppen? Schon unterwegs. Ach, vielleicht, weil da doch einer unterliegt, Basti. So, einmal speichern. Hä? Nein. Spielstand? 8:36? Hä? Spielstand, speichern. Okay. Hä? Wieso muss ich das jetzt eingeben? Spiel fortsetzen? Speichern. Ach, habe ich die maximale Anzahl an Speicherstände jetzt erreicht, oder wie? Das, verstehe ich nicht. Nennen wir es Blub. Um diesen Spieler werde ich beschreiben. Jo. Scheiße, der Hund drauf. So, Spiel fortsetzen. Genau, dann haben wir das. Dann. Warte mal, du warst doch neu, ne? Ah, ne, du warst nicht neu. Den könnt ihr auch nämlich schon wieder nach Hause. Hier haben wir noch zwei Einsatzwagen. Ups. Da oben bitte hin. Dahin. Du bist auch noch frisch. Das ist gut. Vielleicht kann ich ihn einfach nicht abstellen, weil da noch ein Mensch liegt. Das kann er natürlich haben. Aber ich könnte ja auch mal dieses Bergefahrzeug hier nehmen. Genau. Ein Bergefahrzeug. Vielleicht muss ich die anheben. Der ist ja unterwegs, die noch einer. Ich weiß es nicht. Ich finde das irgendwie komisch, dass ich... Ah, das kann ich... Jetzt kann ich sie abschleppen. Aber ich brauche das bestimmt sowieso noch hier wegen dem Bus. Von daher ist das nicht so schlimm. So. Hallo, Mensch. Zurück zur Basis. Dann brauche ich noch einen Abschleppwagen. Nö, was ist jetzt los? Achtung, die Zahl der Toten. Ja, hallo, ganz Sutsche, Schnuggi. Wir brauchen dringend Verstärkung. Fahr da mal hin. So, hier haben wir noch einen Abschleppwagen. Hier ist voll der Blutfleck, voll widerlich. Na, fahr doch mal zu da.
So, was ist mit dir da jetzt? Was machst du denn da? Fahr doch mal hin. So, wie funktioniert denn das hier mit dem Bus? Das war doch extra dafür, ne? War das so, oder? Wer mit das Anheben und Bewegen von schweren Lasten beim Retten von Menschen und bei technischen Hilfeleistungen, zum Beispiel große Trümmerteile. Ja. Aber du sollst diesen Bus jetzt hier anheben. Wie geht denn das? Oder muss ich die doch rausschneiden? Tatsächlich. Oh. So, ihr könnt auch wieder nach Hause. Nein. Ach, was mache ich denn hier so? Hier rein. So. Dann könnt ihr jetzt nach Hause. Ey, cool. Ah, er ist tot, oder? Kann das sein? So, da sind doch sicherlich noch mehr drin, oder? Hallo, du sollst ihn verarzten. Ja, der ist tot. Dann wird er jetzt versuchen, ihn zu rehabilitieren. Ja, die ganzen Bus auseinander. Coole Sache. So, noch einmal speichern. Dann nehmen wir denn das hier am besten. Machen wir Blub 2. Hört sich gut an. Diesen Spielstand, ja, wollen wir überschreiben. So. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal die Aufnahme. Wir sind ja doch relativ weit gekommen, würde ich sagen. Und dann, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis dahin. Ciao, ciao.